Wenn ihr wisst, wie witzig und unverblümt Carrie Fisher im wirklichen Leben war, werdet ihr wahrscheinlich nicht überrascht sein von ihren witzigen Kommentaren zu dem Kostüm, das sie in die Rückkehr der Jedi-Ritter tragen musste. Prinzessin Leias viel diskutierter Die Rückkehr der Jedi-Ritter-Bikini hat für Aufsehen gesorgt, seit er 1983 im dritten Star-Wars-Film erstmals auf der Kinoleinwand zu sehen war. Carrie Fisher, die für immer für ihre Rolle bekannt sein wird, trug das knappe Kleidungsstück widerwillig, als ihre Figur von dem monströsen, bauchigen Weltraumgangster Jabba the Hutt gefangen gehalten wurde. Seitdem haben einige die Klamotten als Sklaven-Leia-Bikini bezeichnet. What do you think, Ralph? How do you like it? Where's the other half of that costume? Manche behaupten, dass es Harrison Ford als Han Solo und Mark Hamill als Luke Skywalker die Show stiehlt, während ihre Figuren um die Rettung von Leia kämpfen. Wie Carrie Fisher selbst in jahrelangen Interviews zum Ausdruck brachte, war es nicht gerade ein leichtes für sie. Dennoch war Carrie Fisher mit ihrem schriftstellerischen Talent und ihrem Sinn für Humor immer bereit. Jahre bevor sie zu einem der besten Drehbuchautorinnen in Hollywoods wurde und zahlreiche Drehbücher schrieb, war sie am Set von Die Rückkehr der Jedi-Ritter, als sie beschloss, dass Prinzessin Leia einer Szene noch etwas hinzufügen sollte. Fisher dachte sich auf der Stelle ein paar Zeilen aus, die sie sagen wollte. 33 Jahre später, vor der Premiere von Star Wars Episode 8, Die letzten Jedi, erinnerte sich National Public Radio an diesen Moment. Als wir es zum ersten Mal probten, wurden Harrison und Mark vor Jabba gebracht. Sie sprechen mit Jabba, Jabba spricht mit Harrison und Mark. Und dann werden sie weggeführt. Sie sagen nie, hey, wie geht's? Als sie also abgeführt wurden, sagte ich bei der Probe, macht euch keine Sorgen um mich, ich komme schon klar, ernsthaft. Was sie meiner Meinung nach hätten beibehalten sollen. Abgesehen davon, dass ihr kluger Spruch im Film nicht verwendet wurde, musste Carrie Fisher auch mit der höchst fragwürdigen öffentlichen Zurschaustellung eines freizügigen Kostüms fertig werden. Im Film wurde sie von Jabba the Hutt gezwungen, das Kostüm zu tragen. You tell that slimy piece of worm-ridden filth, he'll get no such pleasure from us! Right? In Wirklichkeit wurde Fischers Kostüm von George Lucas, dem Co-Autor von Die Rückkehr der Jedi-Ritter und Schöpfer von Star Wars, zur Verfügung gestellt, der das Outfit auch absegnete. Einer der Designer sagte, dass sie auf ihre Bitte um einige Änderungen einging, um mehr Komfort in den Action-Szenen zu ermöglichen. Sie erklärte die Situation gegenüber NPR. Es war wie, wo bin ich in all dem? Ich musste bei der Schnecke mit der großen Zunge bleiben, beinahe nackt, was nicht meinem Stil entspricht. Es war nicht meine Wahl. Als George Lucas mir das Outfit zeigte, dachte ich, er mache einen Scherz. Und das machte mich sehr nervös. Ich musste sehr gerade sitzen, weil ich keine Linien aus kleinen Falten an den Seiten haben durfte. Es waren keine Falten erlaubt, also musste ich sehr, sehr starr gerade sitzen. But tell me why I can't. No, no, there is no why. Fisher gab jedoch zu, dass die Szene auch einen Silberstreif am Horizont hatte. Im Nachhinein nutzte sie diese Erfahrung, um ihre Leistung zu verbessern. Sie erklärte, was mich entschädigt ist, dass ich ihn töten durfte, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe ihn mit der Kette, mit der ich ihn getötet habe, den Hals abgetrennt. Ich habe das wirklich genossen, weil ich es gehasst habe, dieses Outfit zu tragen und starr dazusitzen. Und ich konnte es kaum erwarten, ihn zu töten. Die Szene mit dem goldenen Bikini von Prinzessin Leia war vielleicht nur kurz, aber es war nicht abzusehen, wie lange Fischers Hassliebe zu dem Kostüm andauern würde. This time too, they hire part of me. They hire like 80% of me and they say, get rid of that extra 20. Fisher musste für den Rest ihrer Tage eine Reihe von peinlichen Gesprächen über den goldenen Bikini über sich ergehen lassen. Dabei bewies sie, dass ein Sinn für Humor so mächtig sein kann wie ein Lichtschwert. Nachdem sie die Cosplay-Welten der Comic-Con und anderer Veranstaltungen miterlebt hatte, bemerkte Fisher, dass es ihr gefiel zu sehen, wie männliche Cosplayer dem berüchtigten Outfit die andere Wange hinhielten. Sie zeigte sich von ihrer bissigen Seite, als sie NPR erzählte, mein Lieblingskostüm ist der Metallbikini an Männern. Das ist das, was oft passiert. Sehr oft. Und übrigens nicht an dünnen Männern. Das gibt mir ein gutes Gefühl für mich selbst. Eine Art Vorher-Nachher-Sache. Das hier ist weit danach. Prinzessin Leia ist nicht nur dicker, sie ist auch ein Mann. Carrie Fishers NPR-Interview sollte eines ihrer letzten sein. Einen Monat später verstarb sie. Doch wie Luke Skywalker sagte, no one's ever really gone. Dementsprechend werden die Fans nie wirklich ohne den Witz, die Weisheit und das Talent von Carrie Fisher sein. Sie ist fast immer nur ein paar Klicks entfernt.